Hallo aus Schleswig-Holstein. In diesem Video zeige ich die schönsten Stellen vom Timmendorfer Strand. Wir sind in Ostholstein, in der großen Lübecker Bucht. Hier liegt der eigentlich kleine Ort Timmendorfer Strand, in den es aber besonders in den Sommermonaten Millionen Urlaubsgäste zieht. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Strandes ist die Seeschlösschenbrücke. Sie ragt rund 150 Meter in die Ostsee hinein. Am Brückenkopf wurde eine große Plattform errichtet. Auf ihr steht ein Gebäude, das in Pagodenform errichtet wurde. In ihm befindet sich ein Restaurant, in dem man nobel über dem Meer dinieren kann. Aber auch, wenn man dort nicht einkehren mag, ein Gang über die Seebrücke und die Aussicht auf Timmendorfer Strand lohnen sich in jedem Fall. Die Stadt liegt ungefähr 15 Kilometer nördlich von Lübeck. Der langgezogene Strand erstreckt sich über rund 6,5 Kilometer entlang der Stadtgrenze. Um den Sandstrand zu sichern, wurde hier der Bau von Buhnen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um rechteckig zum Strandverlauf eingesetzte kleine Dämme. Der strömungsbedingte Strandverlust soll so reduziert und der Küstenschutz verbessert werden. Die Gemeinde Timmendorfer Strand entwickelte sich ab Ende des 19. Jahrhunderts. Bis dahin gab es hier einzelne am Strand gelegene Ansiedlungen und ein reines Seebad. Der Bau von mehreren Hotels und Pensionen führte zu dieser Zeit dazu, dass der heute bekannte Badeort entstand. Der heutige Strandbereich ist sehr sauber und wird von unzähligen Strandkörben dominiert, die man als Tourist stunden- oder tageweise mieten kann, wenn man Interesse hat. Man kann sich aber natürlich auch ganz normal hier am Strand aufhalten, muss dafür allerdings Kurtaxe gezahlt haben. Parallel zum Strand führt auf einem kleinen Damm ein Spazierweg entlang, den man mit herrlicher Aussicht auf das Meer und die Bucht entlang flanieren kann. Wer mit Kindern unterwegs ist, für den ist dieser Weg ein Pflichtprogramm, denn es gibt immer wieder etwas zu bestaunen. Zentral gelegen findet man hier auch eine kleine Aussichtsplattform über den Strandabschnitt. Bevor es von dort aus hinter die erste Reihe der Häuser geht, liegt parallel zum Damm der neue Kurpark. Er liegt mitten im Zentrum von Timmendorfer Strand. Ein absolutes Schmuckstück des Kurparks ist der Seepferdchenbrunnen und die hinter ihr gelegene Trinkkurhalle, in der über das ganze Jahr Veranstaltungen stattfinden. In unmittelbarer Nähe verläuft der 54. Breitengrad mitten durch die Fußgängerzone. Wer kann schon von sich behaupten, mitten auf einem Breitengrad shoppen gewesen zu sein? Die gesamte Fußgängerzone, in die der Kurpark fließend übergeht, ist wunderschön und sehr gepflegt. Die Kurpromenade und die Strandallee vereinen sich am Timmendorfer Platz, direkt am Rathaus. Dies ist ein sehr schöner Marktplatz, der mit Cafés und Restaurants umrundet wird. In seinem Zentrum steht ein richtig schön und liebevoll hergerichteter Brunnen. Wer sich für wichtig hält und gesehen werden möchte, der sollte sich direkt angrenzend ins Café Wichtig setzen. Wer lieber etwas Schönes sehen möchte, der spaziert die Kurpromenade entlang. Entlang der Kurpromenade gibt es nicht nur den eben bereits gezeigten Seepferdchenbrunnen zu bewundern, sondern auch noch jede Menge weiterer Brunnen. Der Verlauf der Straße ist hier recht geschwungen. Immer wieder taucht sprichwörtlich aus dem Boden ein ovaler Brunnen auf. Kleinkinder laufen hier von Brunnen zu Brunnen, sind damit immer in Sichtweite ihrer Eltern und haben trotzdem Spaß und Freude mit dem kühlen Nass. Direkt hinter diesen Brunnen liegt ein wunderschöner Spielplatz mit tollen Attraktionen für die Kleinen und die großen Kleinen. Am Abschluss der Kurpromenade darf natürlich ein weiterer Brunnen nicht fehlen. Wer es geschafft hat, sein Kind bis hierhin trocken zu halten, der wird jetzt kläglich scheitern. Hieran schließt sich der alte Kurpark an, der schon in den 1930er Jahren existierte. Man findet hier eine Minigolfanlage oder einen kleinen Teich sowie eine kleine Freilichtbühne. Dieser Abschnitt ist gewiss nicht so schön wie der neue Kurpark, aber um in Ruhe und Entspannung hier entlang gehen zu können und einfach mal etwas herunterzukommen, ist der Weg wunderbar.
Und wer hier an einem entspannten Tag final zur Ruhe kommen möchte, der geht ein paar Meter weiter über den Damm. Man steht direkt wieder am Strand, hört das Rauschen des Meeres und die Unendlichkeit der See. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.